Und wo die Wende kam, ich ging hin und auch, wenn ich heimkam, hatte ich einen Nasen. Also ja. Musste mich ja früh aufstehen und früher hinlegen. Ja. Dann hatte ich den Tag keine Nachrichten gehört. Und kam in Arbeit, da war schon hier Trubel. Grenze ist auf die Mauer, das wusste ich gar nicht. Ja. Und der Sohn hatte Nachtschicht. Und mein Mann war auf dem Sperrholzwerk in Niederosten. In Niederosten, ja. Der war auch in Arbeit und hatte gesagt, ich mache das Tor schon auf. Der Sohn war mit dem Auto schon nach Deuner gefahren in Arbeit, in Nachtschicht. Und wenn er heimkommt, dann kann er gleich reinfahren. Ja. Wo ich heimkam von der Arbeit nachmittags um 3:45 in den Bus, da stand das Tor noch auf. War kein Auto da, war kein Mensch. Und da war der Mann in der Schenke, hatten sie von der Brigade aus da so eine kleine Feier gemacht. Und da sage ich, es ist hier keiner zu Hause, es durchsteht noch auf, ja, ist noch keiner da durch die Grenze nun. Da sind die von Deuna nach der Schicht, morgens, noch ein paar Kumpel, gleich über die Grenze gefahren, über Tutterstadt, weil die nun offen waren. Ich hatte das gar nicht gewusst. Ja. Und nach Göttingen sind sie gleich gefahren. Die haben sich da alles angeguckt. So. Ja. Dann kamen wir das erste Mal über die Grenze. Und des Abends kamen wir dann nach Stein. Ja. Und eine Nachtschicht gehabt den ganzen Tag darum. Und dann, ja, die Grenze ist auch, das war so eine kleine Abend. Ich war hier nun schon drüben gewesen, hatte doch schon in Reisepass, hatte ja, ich schon, und es steht eingetragen, dass ich schon alles gekriegt hatte. Und, die Tochter war in Erfurt, ist den Morgen gekommen. Und den Sonnabend dann. Da war ja. Ich am Sonnabend. Und wollten sie nun auch. Die 100 Euro gab sie noch nicht. Westmark, ja. Am Tüterstedt. So, und sind sie losgefahren, die drei. Ich sage, ich fahre nicht mit, ich habe hier schon Geld gekriegt, ich kriege sowieso nicht. Und mussten sie aus den Boris auf die Polizei da auch einen Stempel holen und alles, die Papiere da. Und sind sie losgefahren. Da habe ich ein paar Mal geguckt, da standen die Trabis von hier auf der Straße. Ja, bis nach Nordhausen hätten sie gestanden. Um alles bis in der Stadt über die Grenze zu gehen. Aber wie lange sind sie unterwegs gewesen? Ja. Das könnte ich sagen. Von Duderstadt bis hierher, um die erste die Grenze zu öffnen. Um ja, 100 Mal haben sie da gekriegt, jeder. Ja, jeder 100 Mal. Ja, und dann? Da waren die Geschäfte da leer. Da hat er alles leer gekauft. Dann kam noch mal was. Da sind sie, ich bin nicht mitgefahren, nach Börrichstadt. Das ist, war West. In Richtung Thüringer Wald. Ja. Das fuhren sie alle nach hier. Mittelstadt. Ja. Hat sie sich rumgeschoben. Bayern zahlte noch mal was. Sind sie losgefahren, sind die Tour. Wegen 100 Mark heute sie für Fahren mehr los. 100 Westmark, das war da ganz viel. Ja. Das war auch verschrecklich viel. Und ich war den Tag nicht so, ich weiß nicht, auf Post, dann habe ich gar nicht vor, nicht mit. Kriege ich sowieso nicht. Bei mir ist schon eine dran. Und dann hat es geheißen, da waren sie heim, da hatte jeder auch sein Geld gekriegt da. Die drei hier, meine Leute. Und da ist der Sohn der Stommel mitgefahren, mit dem Trabi natürlich. Und da habe ich dann auch noch mal Geld gekriegt, 100, haben sie eingetragen. Die waren da ganz großzügig. Ja. Mit dem Geld. Ja, weil ja. Eine Zeit lang wurde es 1:7 umgetauscht. Weißt du noch? Da sind viele Wester von Tutterstadt hierher, beim Friseur und alles. Ja. Und ich hatte immer gesagt, wir fahren sonntags mal zum Essen, da brauche ich nicht so kochen. Und weil wir vorher kein Auto hatten, könnten wir nirgends hin. Und wo sagst du, war dann die Grenze weg, wo mir das Auto ist, war ich kurz vor der Wende. Ja. Und da war dann überall alles voll. Da sind die Wester gekommen, da haben wir billig gegessen. Ja, für die Wester war es auch was Neues. Ich musste ich wieder selber kochen. Für die Wester war es auch wieder was Neues. Mhm. Ne? Mhm. Wir gehen so ohne Papiere nach Ostdeutschland. Und dann in der Arbeit, da wurde dann erzählt, die Kollegen, die jüngeren Leute haben die Kinder, die eine hat die Kinder eingeladen, die waren kleiner, die waren auch so winzig. So armselig sahen sie aus. Da ist sie wie ein Auto im Westen rumgefahren, durch die Stadt, und da sind sie eingeladen worden. Hier kommt rein zum Essen. Die Kinder haben Spielsachen gekriegt. Ja. Und wenn sie die Kinder gesehen haben, haben sie immer zum Auto was reingegeben. Die Leute, die waren so groß wie damals. Das war der erste Rummel. Ostdeutschland war ja eingesperrt hier. Hier, das zeigen sie immer noch die Grenze. Ich weiß. Ich habe das Museum gesehen an der Grenze. Warst du nicht? Ja, ich sah mich selber mit dem Rucksack, mit dem alten Mühlhaus durch den Wald laufen, von Leinefelde nach Rundeshagen. Da haben wir bei Lisi gesessen und mitten in der Nacht um 12, da gingen die Russen von der Grenze weg und die taten erst erzählen mit den anderen und eine Stunde später gingen die anderen in den Wald. Da war es noch günstig, ja.
Und da sind wir wirklich von unten sagen, ja. Bis Duderstadt Hauptbahnhof. Alles zu Fuß, ne? Alles ja. Zu Fuß. Ja, oder alles zu Fuß. Fahrrad, ja. Keiner durfte es auch wissen hier. Fahrrad haben sie uns abgenommen, wir haben Fahrrad. Das muss mich beistecken damit. Ja. Wo die Amis da waren, schon in Russen auch. Die kannten doch das gar nicht. Nee. Wasser aus der Wand und so. Ja, die gingen ins Klo, ne? Ins Klo, um die Kartoffeln und das Gemüse zu machen. Ja. Dann zogen sie da waren sie, als die kennten das nicht. Ja, und in Nordhausen haben sie sich besoffen, ne? Ja, zu Zeiten, hey, ja. War das so, ne? Mhm. Die Erinnerungen jetzt. Und das Licht aus der Mauer, das war, ja. Ja. Ja, die kamen aus Mongolien, ne? Ukraine. Und Ukraine, ja. Ukraine? Das war ja, sie kannten das alles nicht. Nee. Und wenn die ein Fahrrad gesehen haben, der andere ist gefahren, müsste absteigen, haben das genommen, sie konnten dann nicht fahren, sind sie umgekehrt. Sind sie umgekehrt, ja, gedacht, wir haben die in der Trotzensetzung, können wir so fahren, ja. Ja, ja. Ja, ja. So war's.